Wir haben Alium, hätten wir noch machen können. Hatten wir doch letzten Monat. Letzten Monat. Schneeball, oder? Nee. Alium. Jetzt wollte ich mal was wissen. Alium, das haben wir auch im Garten. Das ist das Bienenfutter im Moment. Da sitzt hier schon, ja. Guck mal, was da an Bienen rumsummt. Ja, auf jeder mehrere. Wir haben Alium, hätten wir noch machen können. Hatten wir doch letzten Monat. Letzten Monat. Aber zu dem Alium könnte ich jetzt noch was sagen. Die sind jetzt alle durch mit der Blüte. Da habe ich jetzt die ganzen Zwiebeln geerntet. Die sind rausgenommen. Wir gucken noch mal eben. Eine Viertelstunde habe ich noch, dann muss ich Joschi holen. Ja. Aber wir brauchen ja nur noch die Stockrosen. Wir machen ja nur noch die Stockrosen, ne? Ach, das ist von Alium. Ah. Das sind die Alium von den großen Alium. Und das ist die Regel. Das ist eine Zwiebel vom vergangenen Jahr. Die war so groß. Und hat sich gut entwickelt, hat die große Blüte gebracht und jetzt sind es zwei. Also ich habe von den mal gekauften 20 Zwiebeln jedes Jahr jetzt so an die 200 Zwiebeln. Also ich kann die gar nicht alle pflanzen, so viele Zwiebeln habe ich immer. Und wie bewahrst du die auf bis zum nächsten Frühjahr? Die bleiben nur bis zum September hier trocken. Guck, und hier ist eine, da hat sich nur eine Zwiebel gebildet, im Verhältnis zu der, wie groß die ist. Ja. Bringt aber im Frühjahr nur genauso eine Blüte wie die kleinere. Und selbst diese kleinen, hier, wenn man die pflanzt, die bringen auch noch große Blüten. Und kann man die einfach im Boden lassen? Die kann man auch im Boden lassen, aber wenn man die im Boden lässt, ist im nächsten Jahr die Blüte viel kleiner. Also wenn man die draußen verwildern lässt, hat man nie diese großen Bälle. Ich habe dich unterbrochen. Die lässt du bis September hier trocken? Die bleiben hier bis zum, die kommen jetzt in Kisten, hier habe ich die Tage erst ausgemacht. Die kommen in Kisten trocken und im September werden die wieder gepflanzt. Ab September. Dann steckst du schon. Ab September kann man die wieder stecken. Die kriegen bei dir quasi eine Ruhepause? Die haben jetzt ihre Ruhepause. Und dadurch wird die Blüte im nächsten Jahr stärker. Die reifen jetzt nach und entwickeln schon die neue Blüte in der Zwiebel. Also Vorentwicklung. Ne? Und kommen dann spätestens im November müssen sie in der Erde sein. Ab von September bis November ist Pflanzzeit. Und je früher man die pflanzt, je besser sind sie eingewurzelt und treiben dann auch im Frühjahr. Bei den letzten gibt es manchmal ein bisschen Probleme. Da sind auch mal Ausfälle dabei. So, wir wollen noch Stockrosen machen. Welcher Platz war das? Stockrosen war Platz 10.